Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem ganz, ganz tollen Programm. Vor allem gibt es heute was zu essen, da bin ich ja immer ganz, ganz dankbar. Bei mir ist Marlo Scheder-Bischin. Sie ist Yogalehrerin, hat ein wunderbares Buch geschrieben, über das wir auch gleich noch sprechen, My Yoga Canteen. Und hat aus diesem Buch ein wunderbares Rezept ausgesucht, einen Möhrensalat aus dem Oman, den wir uns und Ihnen zubereiten werden, liebe Zuschauer. Und natürlich über auch die Inhaltsstoffe sprechen werden, denn es geht heute unter anderem um die Kraft der Gewürze und auch um die Philosophie des Yoga, die auch natürlich im Essen steckt. Werden wir Ihnen ein bisschen näher bringen. Wir freuen uns, dass wir auch Lydia Erhardt zu Besuch haben. Mit Lydia werden wir über Online-Dating und die Angst davor sprechen. Ich weiß nicht, ob Lydia da auch ihre Erfahrung gemacht hat oder. Nein. Nein. Und Anja-Christine Henke ist bei uns. Mit ihr sprechen wir über gute Lebensberatung, schlechte Lebensberatung, so könnte man es vielleicht ganz knapp zusammenfassen. Auf jeden Fall über das Thema Lebensberatung und was eine gute Lebensberatung denn so ausmacht. Mit Michael Allgeier werden wir in die Sterne blicken nachher noch per Skype. Wir gucken uns mal das Horoskop von Yogi Löw an. Ja, da gibt es ja in den letzten Tagen einiges. Ja, Lydia freut sich, Fußball ist auch ihr Thema. Und mit Prinz Mario Max bei Astro Royal zu den Hochzeitsvorbereitungen von Harry und Meghan. Am Samstag ist es ja soweit, dann heiraten die beiden. Sind wir auch sehr gespannt, was der Prinz da noch so an tollen Infos mitgebracht hat. Marlo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe mir, also es ist, war vielleicht am Anfang nicht so ganz richtig, dass ich gesagt habe, du hast den Möhrensalat ausgesucht. Eigentlich war ich das mehr oder weniger bei der letzten ganz Sendung, klar, ne, als du hier warst. Aber du hast dich ja heute schon programmatisch angezogen. Ja, wenn's schon die Karotten gibt, dann darf ich da farblich auch. Ist das, also du sagst ja mal, zum Yoga gehört sehr viel mehr als nur die Asanas, also die Körperübungen. Das ist ja das, was man bei uns langläufig so mit Yoga einfach verbindet. Es sind diese Körperübungen. Viel mehr gibt es für uns eigentlich nicht. Aber Yoga strahlt in ganz, ganz viele eigentlich in alle Lebensbereiche mit aus. Die Philosophie des Yoga gehört für dich ins komplette Leben, ne? Die ist die Grundlage meines Lebens, ja. So gut es geht. Ja. Also, weil es ist keine Religion, sondern eine Ethik. Mhm. Und mein Arbeitsbereich ist Asanas, also Yoga-Unterricht, aber eben auch Essen, weil Essen und Kochen spielt in alle ethischen Bereiche hinein. Man übt Gewalt aus, indem man was tötet oder was zerschnitzelt. Oder der Erde entreißt. Oder der Erde entreißt und so weiter. Man geht achtsam entweder mit Dingen um oder nicht. Man verbindet sich mit Menschen über Essen. Man nimmt an anderen Kulturen teil. Und alles kann man in Frieden und in Freude und in Achtsamkeit tun. Oder in Unachtsamkeit. Ja, was ja also allein der Prozess eben des Zubereitens schon bringt. Ne? Also das kannst du, wie du sagst, entweder achtsam tun oder eben unachtsam. Also manchmal ist es so, man kommt von der Arbeit und will halt schnell was essen und im Normalfall bereitet man dann auch gar nicht großartig, sondern das Convenience Food, ne? Holt man irgendwie was Fertiges und schmeißt es in die Mikrowelle oder sonst wo oder in den Topf dann rein und ein paar Minuten später ist dann fertig. Oder man beschäftigt sich eben mit dem einzelnen Lebensmittel. Was macht das mit dir, wenn du dich wirklich mit einem Lebensmittel auseinandersetzt, so eine Möhre eben in die Hand nimmst und wirklich mit der Hand dann schälst und schnippelst und. Also es fängt ja schon beim Aussuchen an. Also eigentlich gehe ich ganz gerne auf den Markt und rede auch mit meinem Gemüseverkäufer. Und der spricht jetzt nicht über die Namen der Möhren, aber der sagt, er sucht dir mal aus. Oder möchtest du die oder möchtest du vielleicht lieber dickere oder lieber dünnere? Und das finde ich schon mal ganz schön. Dann weiß ich sozusagen, es sind meine Möhren und die sind nicht in so einem Plastik irgendwie von der Maschine abgepackt, alle gleich groß, damit sie auch alle in dieses Packung passen. Und damit fängt es eigentlich schon an. Und dann packe ich dies aus und dann lege ich das in den Kühlschrank und dann mache ich es mir auch schön. Es muss dann auch, wenn ich den Kühlschrank aufmache, muss es irgendwie schön sein. Also damit fängt es schon mal an. Die Optik gehört dazu. Also jetzt hast du ja schon gesagt, ich habe mich hier farblich auch der Möhre schon angepasst. Ja. Ist so diese Farbenlehre oder überhaupt Farben, ist das für dich eben auch wichtig? Also achtest du da auch so ein bisschen drauf? Also es muss eben gut aussehen. Ja, da haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen. Ich mache gerne Kochen nach Farben. Ja. Also weil irgendwie wenn, und ich koche ja auch so nicht Vorspeise, Hauptgang und so weiter, sondern alles kommt auf den Tisch. Und wenn alles auf dem Tisch ist, ist es schön.
schön, wenn da was Grünes ist und was Oranges und vielleicht noch was Rotes und was Weißes. Und manche Gerichte geben eben nichts her. Die sehen eben einfach so grau. Ja. Ist dann so eine Masse. So wie dieses Hamburger Gericht, was wahrscheinlich Sie gar nicht kennen, Lapskaus. Ja, ja. Da kommen, ich will nicht sagen, da kommen so die Reste zusammen, aber das ist schon so eine grau-rote Masse. Das ist eine grau-rote Masse und dann gibt es ja Gott sei Dank Kräuter und Gewürze. Mhm. Und dann kann man dann ein bisschen Kräuter drüber tun und ein bisschen Gewürze und dann sieht es auch interessanter aus. Ja, so wie mit dem schönen alten Gericht, deswegen komme ich ja immer gerne auf die Möhren zurück. Wurteldick von meiner Oma, also Wurzeldick. Genau. Eben mit Karotten und mit Kartoffeln als Hauptzutat. Und dann eben ganz viel Petersilie am Schluss noch eben mit drauf. Und das gibt halt so schöne grüne Farbtupfer im Orangemeer. Mhm. Das ist sehr schön. Also das macht mir viel Freude. Da ist auch eine ganz interessante Idee dahinter, die wahrscheinlich jeder kennt. Es ist nämlich dieser Spruch, es läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ja. Also das ist Speichelbildung. Passiert, wenn wir etwas sehen, was für uns interessant ist. Und es ist in der Regel nicht unbedingt bei einem Snickers-Riegel, den man aufreißt. Mhm. Sondern es hat eben auch was mit, gar nicht mit so sehr mit Geruch, sondern eben auch mit Farben, Konsistenzen und so weiter zu tun. Und das ist... Das hat auch dann wiederum, geht der nächste Schritt, ist es auch sehr gesund, weil deswegen sollten wir auch immer feuchte Sachen essen und nicht so trockene, so Chips oder so. Ist natürlich auch super, esse ich auch gern. weil das für die Verdauung gut ist. Aber das ist prinzipiell was du auch gerne nach außen gibst, postulierst. Es geht nicht darum, sich zu etwas zu zwingen, ne? Also sich eben... zu zwingen, sich gesund zu ernähren, das würde dann auch nicht funktionieren. Also du sagst ja gerade, also ja, ich esse auch gerne mal die Chips. Also es ist vielleicht nicht immer das Gesündeste, so rein von der Ernährungstabelle. Ja. Aber wenn ich die entsprechend achtsam esse oder mit dem entsprechenden Gefühl verbinde und sage, das gönne ich mir jetzt, das macht mir Freude, dann ist okay. Aber wenn ich die Chips wahrscheinlich esse mit der Einstellung, ich weiß, die tun mir nicht gut, aber ich esse sie trotzdem, ich weiß, mit jedem Happen Chips, das ist schlecht für mich. Ja, das ist schlecht. Also es gibt gerade eine ganz interessante Untersuchung, die in Harvard veröffentlicht wurde, dass das Gefühl, also schlechte Gefühle und das Gefühl von Einsamkeit und Selbstverurteilung tödlicher ist als 60 Zigaretten am Tag. Ja. Und das gilt natürlich auch für Ernährung, wenn wir immer Sachen essen, nicht weil wir sie gerne mögen, sondern weil wir denken, das muss ich tun, damit ich gesund bleibe. Hört man ja häufig genug, der hat sich total gesund ernährt, ist ganz viel Sport gemacht und alles, ist aber leider trotzdem mit 60 gestorben. Mhm. Vorsicht, Vorsicht, aber trotzdem, Freude ist auch etwas, was man isst. Ja. Also Gedanken, mit Liebe quasi gekocht. Gedanken können töten, kann man dann auch so verkürzen, diese Studie. Also wenn ich rauche und mir zu jeder Zigarette auch noch sage, wie schlecht das für mich ist, also dann ist die Wahrscheinlichkeit noch mal höher, dass das wirklich nicht gut ist. Aber das Gleiche gilt natürlich für die Möhre. Wenn ich mir sage, die Möhre ist schlecht, dann kann mir das Gleiche passieren. Ja, oder ich mag das eigentlich gar nicht, aber soll ja gesund sein. Ja, das nützt gar nichts, sondern wir sprachen ja kurz vor der Sendung hier so ein bisschen übers Essen, dass wenn man sich hinstellt und für sich oder für sich alleine, aber auch für seine Freunde oder für seine Familie etwas kocht und auch mit ein bisschen mit Gedanken dabei ist. Erstmal ist das Erstaunliche, das Essen reicht eigentlich immer. Mhm. Und das Zweite ist, es schmeckt auch gut und das kann super simpel sein. Da muss man gar keine fancy tollen Sachen machen. Das schmeckt auch irgendwie gut. Aber wenn man jetzt irgendwas schnell zusammenhaut oder so ganz exotisch aus der Tüte in den Topf, das schmeckt meistens nicht. Ja, also das ist schon etwas, was auch andere dann irgendwie wahrnehmen im Essen, ob ich ein Essen eben gestresst zubereitet habe oder eben mit Liebe, dass ich mich da wirklich ins Detail verliebt habe. Und wunderbare Musik jetzt hier auch noch nebenbei. Interessant. Ja, was wir so alles hören. Das haben alle gehört, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass es spooky ist. Wir werden gleich auch noch so ein bisschen über die Zutaten natürlich sprechen, denn auch die haben für dich eine gewisse Bedeutung, beziehungsweise in bestimmten Zutaten steckt natürlich auch noch was drin, haben gute Wirkung für den Körper. Da achtest du auch ein Stück weit drauf, aber nicht ausschließlich, ne? Also du stellst die Zutaten nicht deswegen so zusammen. Nein, es ist ein interessanter Nebeneffekt zu sagen oder sich zu überlegen, nicht unbedingt zu überlegen, aber zu sehen, Essen ist nicht nur was mich satt macht und mir Power gibt, sondern Essen ist auch etwas, was mich gesund machen kann.
oder meine Gesundheit erhalten kann. Also zum Beispiel, wenn ich immer leicht Bauchweh habe, ist es gut, bestimmte Gewürze zu benutzen und andere Gewürze zu vermeiden. Und das ist natürlich super toll, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Also zum Beispiel hier irgendwie bei Diabetes, Knoblauch für die Männer, Ingwer, bei Erkältung Ingwer und so. Da gibt es, und das ist eine sehr alte Wissenschaft. Ja, und da gibt es also viele Dinge, von denen man tatsächlich, also Knoblauch bei Diabetes war mir zum Beispiel auch neu. Also es gibt immer wieder was Neues zu erfahren. Ein paar Dinge findet man auch in deinem wunderbaren Buch, My Yoga Canteen, das wir heute für Sie in der Verlosung haben, liebe Zuschauer. Ganz lieben Dank schon mal, Marlo, dass du uns dieses Buch zur Verfügung stellst. Ich komme etwas später noch mal zu dir und dann werden wir mal über die einzelnen Zutaten sprechen und natürlich auch ein Stück dazu. Und ich fange jetzt schon mal hier so ein bisschen an zu schälen. Also, du wirst, also viel wirst du ja gar nicht machen. Also du schnippelst ein bisschen die Möhren und dann wirst du die einzelnen Zutaten einfach auch klein Mörsern und als Paste quasi. Ich mache mal die Möhren jetzt schon und binde mir vorher meine Schürze. Sehr gut, das gehört natürlich dazu. Und ich sage Ihnen, wie Sie an das wunderbare Buch kommen, liebe Zuschauer. Nämlich, indem Sie diese Frage hier beantworten. Mal gucken, was hat die Redaktion da vorbereitet? Worum geht es unter anderem in der heutigen Sendung? Aha. A, die Kraft der Gewürze oder B, die Macht der Gewohnheit. Ah, so ganz haben wir es, glaube ich, noch nicht aufgelöst, aber du machst dich an die Gewürze jetzt und nicht an die Gewohnheit, ne? Ja, würde ich doch vorschlagen. Dann rufen Sie uns bitte an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Und jetzt haben wir für Sie den Blick in die Sterne. In der Sterne, untrennbar verbunden mit Michael Allgeier. Wunderbar, schön, dass du da bist. Ja, hallo Jens, grüße dich. Lieber Michael, wir haben heute natürlich ein unfassbar tolles Thema, auf das sich auch Lydia Erhardt schon freut, denn sie ist eine fußballbegeisterte Frau. Und wir haben ja in den letzten Tagen jetzt so einiges erlebt, nämlich die Benennung des vorläufigen WM-Kaders. Also noch sind 27, wird dann nochmal endgültig auf 23 runtergeschraubt. Und es gab, sag mal, eine Enttäuschung, eine große oder zwei. Also Mario Götze hat man schon fast mit gerechnet, ist nicht mit dabei. Und die große Überraschung war eigentlich Sandro Wagner, der selber sehr damit gerechnet hatte, eingesetzt zu werden, nach Russland fahren zu dürfen. Und dafür hat er Nils Petersen, der noch gar kein A-Länderspiel bisher gehabt hat, hat er dann plötzlich nominiert für den Sturm. Und heute kam dann die Nachricht, oder gestern Abend, Sandro Wagner tritt aufgrund dieser Enttäuschung auch endgültig aus der Nationalmannschaft zurück, will nie wieder für die Nationalmannschaft spielen und hat auch so ein bisschen Jogi Löw da nochmal so einen kleinen Kick mitgegeben, gesagt, ja, das Trainerteam kommt mit mir und meiner klaren Aussprache halt nicht zurecht. Was ist da jetzt los mit dem Jogi Löw? Was hat den geritten? Ja, also der Jogi Löw, das ist ein Mensch, das ist ein Wassermann, ja. Und seine Wassermannsonne steht direkt am MC, im höchsten Punkt der Sonnenbahn. Er ist einer, der absoluten Führungswillen hat. Er hat Zwillinge, Aszendent, er ist sehr schlau. Und was man selten, also oder was man eigentlich gar nicht so hinter ihm vermutet, weil er tritt ja immer sehr, ja, wie sagt man, charmant, geschliffen, kultiviert auf, finde ich so. Er hat einen knallharten Willen. Also selten so einen starken Willen gesehen. Also der Mann hat sich wirklich alles erarbeitet. Er hat eine Mars-Saturn-Konjunktion im Steinbock und im achten Haus. Das sind jetzt alles Vokabeln, aber ich erkläre es mal. Mars hat steht im Steinbock erhöht. Mars steht für den Willen, die Durchsetzung. Und Saturn macht diese Energie noch härter, noch zielgerichteter, noch konsequenter. Also der Jogi Löw ist einfach ein Typ, wenn er sieht, ihm passt was nicht oder er hat eine Idee, dann verfolgt er das mit aller Konsequenz. Der kennt keinen Kompromiss.
Ja, hast du dann auch eine Idee, warum er den Sandro Wagner dann letzten Endes nicht nominiert hat, dafür aber den Nils Petersen? Also war der dem auch zu stark? Also dass der ja, Sandro Wagner da eben auch formuliert hat, na klar, komme ich mit nach Russland, ja. Ich rechne da fest mit? Ja. Nein, das glaube ich gar nicht. Also der Jogi Löw ist, wie gesagt, ein unglaublich gewiefter Taktiker. Der hat ja auch damals unter dem Klinsmann schon, sagt man, die ganze Taktik und alles gemacht. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig wenig Fußballtrainer auf seinem Niveau, sagt man auch. Und der hat einfach ganz kühl gedacht und gesehen, okay, er braucht da noch einen schnellen Spieler. Und der Pettersen, der hat immerhin, glaube ich, 15 Tore in der Saison geschossen bei einer Mannschaft, die eigentlich immer hinten drin steht. Also der muss gut sein, auch wenn er schon 29 Jahre ist. Also die Zukunft gehört ihm nicht mehr ganz. Aber der hat einfach kühl gedacht und hat gesagt, mit dem Mario Gomez hat er schon einen Stoßstürmer und jetzt braucht er noch einen anderen Spieler. So hat er gesagt. Nicht mehr, nicht weniger. Genau, das wird ja der Punkt sein. Ne? Auch Sandro Wagner hat ja jetzt nicht unbedingt die ganz große Zukunft mit 30. Also der ist sogar noch ein Jahr älter als Petersen. Eben. Und hast natürlich recht, also die Freiburger, die jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen kreieren, natürlich im Gegensatz zu den Bayern. Also wenn man bei den Bayern ein Tor macht, das scheint etwas leichter zu fallen als bei Freiburg. Ne? Und vielleicht hat sich der Jogi Löw auch gedacht, der hat da jetzt große Ansprüche und denkt, der kommt sowieso mit und ist bei Bayern noch nicht mal in der ersten Mannschaft drin, also immer Ersatzspieler. Und wie gesagt, der Jogi Löw hat einen ganz eigenen Kopf. Ganz eigenen Kopf. Ja. Also ein ganz typischer, klassischer Wassermann, der noch dazu sehr schlau ist, weil er Zwillinge-Aszendent hat. Also ich habe noch nie einen Zwillinge-Aszendent getroffen, der nicht eine gewisse Gerissenheit und Schlauheit hätte. Wenn er so gerissen ist, dann hat er mit Sicherheit ja auch schon einen Plan, wie es bei der WM dann so ablaufen soll. Natürlich ist der Anspruch auch gestiegen. Früher hat man immer gesagt, ja, also Halbfinale wollen wir zumindest kommen. Aber ganz klar steht auf dem Tableau, wir wollen den Titel verteidigen. Wir wollen wieder Weltmeister werden. Werden wir das denn? Also wenn du ins Horoskop von Jogi Löw guckst, ist ein erfolgreicher Mann, ist auch ein gewiefter Taktiker. Werden wir Weltmeister, Micha? Also und der Trainer ist natürlich immer das ganz Entscheidende, das muss man auch sagen. Es wird, glaube ich, ziemlich schwer für Deutschland. Aber gut, das ist eine persönliche Einschätzung, wenn man das Horoskop von Jogi Löw sieht. Der hat interessanterweise im ganzen Turnier den Uranus auf seinem Mond drauf. Das heißt, der ist wie unter Strom, passt natürlich zu so einer WM. Es ist nur die Frage, ob er jetzt diese Unruhe, Nervosität, die er da sehr stark hat, auf die Spieler überträgt oder nicht. Auf jeden Fall hat er ganz geniale Einfälle und Intuitionen. Die hat man nämlich unter so einem Uranus-Einfluss auch. Und was auch interessant ist, der Jupiter steht zwar in einem Spannungswinkel zu seiner Sonne, aber bereits die alten Astrologen haben gesagt, besser einen angespannten Jupiter zu seiner Sonne als keinen Jupiter-Sonne-Winkel. Also auch der bringt ihm Glück. Also mal schauen, ich traue ihm immer einiges zu. Mit seinem Willen, mit seiner Menschenführung, da ist er wirklich ein Top-Mann, glaube ich. Ja, er hat ja dann auch, als er den Petersen präsentiert hat, er sagt, den nimmt er mit, hat er ja auch ganz verschmitzt dabei gelächelt. Also von dem hat er ja dann auch dabei gesagt, mit diesem Lächeln, von dem verspricht er sich einiges. Also das scheint so sein Joker zu sein, ne? Also er ist ein Fuchs. Ja. er wirkt immer so ein bisschen harmlos, aber er ist mächtig schlau. Also können wir uns auf jeden Fall auf die WM freuen. Du wirst sie mit Sicherheit auch verfolgen, ne? Ja, natürlich, klar. Also wir sitzen da immer zusammen und haben Spaß. Klar, ja, dann, logisch, gehört dazu. Dann wollen wir auch hoffen, dass wir bis inklusive Finale viel Spaß haben und dann ein paar Tage später dann auch die Weltmeister dann hier in Deutschland wieder begrüßen dürfen. Und das wäre natürlich schon eine Sensation. Also zutrauen müsste man es ihnen. Es wäre schon eine Sensation, das zweite Mal hintereinander, glaube ich, selten eine Mannschaft geschafft. Ja, also tatsächlich den Titel zu verteidigen, das wäre der absolute Knaller. Ja. Wir werden ja in den nächsten Wochen weiter mit dir sprechen, Micha. Vielleicht können wir ab und an dieses Thema dann mal wieder aufrollen und ja, machen, es ist immer, ob du da schon mehr zu sagen und also zu sehen hast. Interessant ist, wenn man dann die einzelnen Spiele und die Anstoßzeiten anschaut. Ja. Da kann man immer sehr viel von dieser momentanen Zeitqualität sehen.
und kann sie unter Umständen eben auch Mannschaften zuordnen. Ah, sehr gut. Micha, dann lass uns das auf jeden Fall für unsere Sendung mal so im Hinterkopf behalten, dass wir das zu den Spielen jeweils machen. Wunderbar. So wollen wir es halten. Micha, ich freue mich drauf, wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende, tolles Pfingstfest. Wünsche ich dir auch, Jens. Gute Sendung noch. Dankeschön. Hat mich gefreut, wieder mit dir zu sprechen. Mich auch wie immer. Micha, ganz lieben Dank, bis ganz bald. Ciao, tschüss. Servus. Ciao. Und jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, Mensch, Lydia Erhardt. Ja, hallo. Du sitzt ja auch schon bei mir. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil es sich leichter reden. Und ich war so positiv angespannt jetzt und habe das Horoskop verfolgt vom Jogi Löw. Also, ich meine, du bist ja eine Fußballbraut im positiven Sinne, wenn ich das mal so sagen darf. Man hört es ja aus seiner Sprache. Also du hältst es mit dem VfB Stuttgart. Absolut, wenn ich das hier so sagen darf. In Bayern, oder? Das war der Knaller. Es war eine Wahnsinnssaison für dich natürlich. Also es stand, der Abstieg stand schon fast bevor und dann holen die den Korkut und wupp. Richtig. Und meine Tochter und ich, wir waren die Einzigen, die bei der ersten Pressekonferenz von Taifun Korkut, da kann man ja so Likes machen über die Medien, und wir haben Likes gemacht, wir haben Herzchen gemacht. Und alle anderen, wirklich alle anderen, die sollen sich alle schämen. Die haben diese bösen Smileys die ganze Zeit gepostet, Und ich habe gesagt, mein Mann ist zur Tür reingekommen, hat gesagt, der Herr Korkut wird Trainer. Und dann habe ich gesagt, das ist gut für uns. Das war mein erster Satz. Das ist gut für uns. Und alle haben mich ausgelacht und ich bin einfach nur happy. Siehst du, also hast du das schon richtig einschätzen können? Ich habe sofort gewusst, der ist es. Ich habe sofort gewusst. Also den hättest du auch auf einem Online-Dating-Portal hättest du den auch sofort kontaktet und ein Herzchen versehen, ne? Nein, ich selber war noch nie auf so einem Dating-Portal, aber viele meiner Kunden. Und die haben natürlich Fragen, haben Ängste. Also kann ich über so ein Portal überhaupt jemanden kennenlernen, der für mein Leben gut ist, der mir gut tut? Genau. Sind das alles nur so Scheinprofile? Wollen die einfach nur, weiß ich nicht, die schnelle Bekanntschaft und das war's dann? Wollen die überhaupt eine ernsthafte Beziehung? Genau. Und das kann man genauso wenig wissen, wie wenn man jemand auf der Straße oder was weiß ich, im Café kennenlernt, Und ich denke, die Zeit, die ist jetzt, also unsere ganze Welt ist global im Wandel, was jetzt die Medien anbelangt. Und ich glaube, dass das zunimmt und dass sich die Spreu auch vom Weizen trennen wird. Mhm. Mir ist in den letzten 6 bis 8 Wochen sehr, sehr stark aufgefallen, dass also viele Frauen vor allem anrufen und fragen, soll ich das machen oder soll ich es nicht tun? Ich war selber schon bei sehr vielen Hochzeiten eingeladen von Paaren, die sich online kennengelernt haben. Ich finde, generell gehört einfach die Einstellung dazu. Das ist wie vorher bei der Diskussion ums Essen. Wenn ich sage, oh Gott, wenn ich da jetzt draufgehe, ach, dann kommen bestimmt irgendwelche Männer, die mich bloß ausnützen oder die womöglich verheiratet sind und nur eine Affäre suchen. Das, was ich aussende, kommt zu mir zurück. Und wenn ich jetzt eine neutrale oder positive Einstellung habe und sage, okay, ich bin jetzt in der zweiten Lebenshälfte, ich gehe nicht mehr jeden Samstag in die Disco, ich hätte aber gerne wieder einen Partner, der zu mir passt. Und wenn ich diese Energie da reingebe und sage, okay, ich lasse mich jetzt überraschen, was da jetzt auf mich zukommt, warum sollte das nicht funktionieren? Weil natürlich gibt es online auch Männer, die jetzt wirklich nur eine Affäre suchen. Aber genauso die gibt es draußen. Übrigens auch. Ja, und die gibt es aber draußen auf der Straße genauso. Also die Erfahrung, die ich über meine Kunden gezeigt bekommen habe, die jetzt einen Partner tatsächlich kennengelernt haben, waren 80% positiv. Also jetzt fällt es natürlich aber auch nicht jedem, und die Erfahrung wirst du auch mit deinen Kunden gemacht haben, nicht so leicht, diese positive Einstellung zu finden. Also wie komme ich denn in diese positive Einstellung? Weil wenn ich bin allein, ich fühle mich einfach nicht wohl, und das ist ja manchmal so ein sich selbst verstärkender Effekt, weil ich rede mich immer kleiner und rede mich immer schlechter. Und aus dieser Stimmung heraus plötzlich was Positives zu empfinden und dann mit dieser positiven Ausstrahlung in so ein Online-Portal zu gehen. Also wie komme ich aus diesem eigenen Tief, aus dieser mich selbst Bestrafung und Schlechtmachung raus und komme wieder in eine positive Ausstrahlung? Das dauert mit Sicherheit eine Weile. Gesunde Gedankenökologie ist das absolut Wichtigste. Dass man sich selber im Spiegel anschaut und erstmal festhält, was ist denn an mir überhaupt positiv?
ich sage immer, man kann viele Hilfsmittel dazu kaufen, Schmuck und alles Mögliche. Aber letztendlich kommt es wirklich darauf an, wirklich Gedankenökologie zu entwickeln. Mhm. Sich selbst jeden Tag auch was Gutes tun. Das kann sein, indem man was Schönes essen tut, ja. Mhm. Das kann sein, indem man einfach sich auch bewusst hinsetzt und auch dankbar ist für das, was man hat. Ja. Die meisten Menschen streben nur nach diesen Dingen, die sie nicht haben. Oder schauen dann auf andere, zum Beispiel neidvoll. Oh, die hat jetzt einen tollen Partner. Mhm. Und ich gehe wieder leer aus. Würde sie sagen, wow, genau so einen wünsche ich mir auch. Hätte sie schon mal von ihrer Grundgedankenökologie das geschaffen, dass sie das an sich zieht. Ja, oder ich freue mich einfach über ein halb volles Glas frisches Wasser. Ja, also das noch halb voll ist, nicht halb leer. Ja, also ja. Halb voll. Und das ist wirklich, also man kann das trainieren. Ja, wenn ich Bodybuilding mache, trainiere ich meine Muskeln. Mhm. Und ich kann mir wirklich antrainieren, eine gesunde Gedankenökologie zu entwickeln. Ja, und darum geht es auch bei der Partnersuche. Und die meisten Menschen, die haben ja aus ihrer Vergangenheit noch Reste sitzen und sagen, oh, der ist bestimmt dann so wie der oder der. Ja, und dann kann das nicht funktionieren oder verzögert sich. Ja, und dann ist ja, also ich glaube, ob nun Online-Portal oder eben, wenn ich rausgehe und Menschen auf eine andere Art und Weise kennenlerne, dann ist ja immer dieses... Wie soll ich mich präsentieren? Ja. Also da ist ja dann auch immer, ich muss irgendwas nach außen geben, was ich vielleicht nicht bin, aber um mich bestmöglich darzustellen, damit ich auch einen Partner finde. Auch das ist natürlich, ja, Blödsinn am Ende, ne? Also, ja, auf der anderen Seite ist es so, dass ich glaube, jeder, der jemanden kennenlernt, sich von der Schokoladenseite erstmal präsentiert. Ich glaube, ja, das ist ganz normal. Natürlich nicht mit, ja, übrigens, ich bin dreimal geschieden und habe ein Kind sitzt im Knast und mir geht's auch nicht gut. Also so geht man natürlich nicht raus. Ich denke nicht, dass das jetzt beim ersten Dating eine gute Voraussetzung wäre. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, was mir auch ganz wichtig ist, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Ärger mit irgendwelchen App-Betreiber kriege. Ich sage auch keine Namen. Also alle Frauen, die wirklich seriösen Partner suchen, lieber bezahlt zu einer seriösen Partnervermittlung gehen, wie diese furchtbaren Apps. Mhm. Das ist ja wirklich das Allerletzte. Anja steht da hinten, nickt mir zu. Weil das ist wirklich das, wo... Da gibt es ganz viele Tränen auch bei uns in den Gesprächen. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, wirklich von solchen schrecklichen Apps, wenn man tatsächlich einen Partner sucht, Abstand zu nehmen. Weil das ist ganz was Furchtbares. Ja, das sind ja dann auch im Normalfall diese reinen Dating-Apps, also wo es wirklich nur ums Daten geht und nicht um ernsthaft Beziehungen aufzubauen, sich kennenzulernen, um eine Beziehung aufzubauen. Das muss man dann auch wissen. Da muss man auch mal genau hingucken, sich informieren, welche App oder welche Seite ist wofür eigentlich da. Ja. Und es ist ja bekannt bei der ein oder anderen App, wofür sie tatsächlich da ist. Und dann sollte man sich, wenn man eine ernsthafte Beziehung sucht, davon natürlich dann auch fernhalten. Richtig. Ist ja klar. Und da habe ich habe jetzt gerade also mit verschiedenen Damen öfter Gespräche, die auf solchen Apps die eine ernsthafte Partnerschaft suchen, muss ich sagen, und dann über solche Apps gegangen sind. Und die ziehen immer den gleichen Typus an, immer den Bindungsunwilligen, der sich 5 Wochen nicht meldet, dann plötzlich schreibt er wieder. Also da wäre ich mir zu schade dafür, ganz ehrlich. Nicht zu schade sind wir uns nachher übrigens, den wunderbaren Möhrensalat aus dem Oman zu verkosten. Das werden wir am Ende der Sendung gemeinsam tun. Ich freue mich bis so. Bis hierhin erstmal lieben Dank, Lydia. Gerne. Und wenn man zu dem Thema natürlich noch mehr wissen möchte und auch mal so einen kleinen Opener braucht, dann gerne dich natürlich kontaktieren. Richtig. Über Questico. Sehr, sehr gerne. Würde ich mich freuen. Auch wenn ich Menschen unterstützen darf durch Coaching, durch einfach Positivität, durch positive Gedankenökologie. Dann tust du das gerne. Mache ich sehr gerne. Dann lass uns mal gemeinsam mit dem Prinzen gleich reden bei Astro Royal. Das gucken wir uns jetzt an. Der Prinz ist da, Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe, und er ist in der Welt unterwegs, ich glaube in den USA gerade wieder, und das Land ist riesengroß, bis man da einmal durch ist, das dauert schon ein Weilchen. Wir haben dich gestern ja vermisst, aber da gab es auch in den USA, gibt es mal technische Probleme, deswegen dankenswerterweise hast du heute nochmal Zeit gefunden. Und es steht ja am Samstag eine große Hochzeit an, deswegen frage ich mich, warum du noch in den USA bist, du musst doch nach England.
die wichtige Hochzeit. Ich mache die Kommentare fürs amerikanische Fernsehen. Die haben mich nicht weggelassen, habe ich mir gedacht, naja gut, dann aus der Ferne. Und das Wichtigste war natürlich die Kommentare für uns hier bei Astro TV. Und es wird natürlich sehr spannend, das haben alle bis heute gezittert, was denn jetzt los ist mit dem Vater der Braut. Und zwar Mr. Markle, der Vater der Braut, sollte Meghan ja zum Brautpaar führen, dass sie ihren Prinzen heiraten kann und Prinzessin wird. Und der hatte dann tatsächlich eine medizinische Krise und leider am Mittwoch gestern eine Notoperation in Mexiko am Herzen. Und jetzt ist tatsächlich seine Teilnahme an der königlichen Hochzeit abgesagt. Und das große, spannende Momentum wird jetzt sein, wer führt denn jetzt Meghan zu ihrem Prinzen? Da gibt es natürlich verschiedene Spekulationen. Und die andere Sache ist, die natürlich in der Presse heiß hinterfragt wird, was machen denn Harry und Meghan überhaupt in England, wo der Vater mit der Herzoperation im Spital liegt? Die hätten doch schon längst mit dem Privatjet, da gibt es ein bequemes Bett drinnen, die 10 Stunden rüberfliegen können, das ist eine Tagesreise, und 10 Stunden zurück und gucken, wie es dem Papa geht. Also alles sehr, sehr bewegt momentan. Aber wie gesagt, das ist ja nicht unsere Entscheidung. Sie haben sich dafür entschieden, in England zu bleiben und von dort zu beobachten, wie es dem Papa geht. Wir wünschen natürlich Mr. Merkel, dem Papa, alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass er dann das Brautpaar sehr, sehr bald auch sehen kann und nach England kommen kann. Oder dass mindestens die frisch Vermählten als erste Reise nach Mexiko zum Papa reisen. Das finde ich menschlich das Wichtigste. Ja, und im Moment konzentriert sich das zukünftige Ehepaar auf sich selbst. Das ist ja auch ganz gut, wenn man sich darauf konzentriert. Und klar, so schlimm es dem Vater auch gehen mag, können wir vielleicht auch nicht beurteilen, wie das Verhältnis von Meghan Markle zu ihrem Vater ist. Weiß man auch alles nicht so genau. Aber was es ja gibt im royalen Bereich, gibt es ja immer viele Vorschriften. Also gibt es nicht sowas wie eine Liste jetzt? Wenn der Vater nicht die Braut zum Altar führt, dann gibt es auch bestimmt eine Vorgabe, wer es dann sein soll. Also gestern kam gerade in den amerikanischen Medien eine Liste raus, wo man dann sagen kann, na hallo. Das heißt, 10 Dinge, die in der englischen Geschichte bisher so gehandhabt wurden wie immer, sind alle über Bord gebracht worden. Diese Hochzeit ist komplett anders. Sie ist erstens mal sehr schön am Wochenende. Jeder kann gucken, nicht unter der Woche, wie sonst alle anderen royalen Hochzeiten in England, und 9 weitere Punkte. Das heißt, hier wird mit der Tradition mal alles nicht so ernst genommen, und die beiden, die kriegen hier wirklich Freibrief von der Königin. Das heißt, auch wer Meghan zum Altar führt, wird eine komplette Überraschung sein. Diese Hochzeit stellt wirklich die Krone auf den Kopf. Und gut ist es, ganz modern, ganz bewegt. Wir staunen jede Minute, was Neues rauskommt. Und man freut sich schon. Wie gesagt, das wird dann wirklich eine spannende Überraschung. Vom Brautkleid ist wirklich... Ja, genau, das ist ja die nächste Überraschung. Also welches Brautkleid wird sie tragen? Da muss ich mit dir jetzt mal drüber sprechen. Also wir haben mal ein paar Fotos da. Das war das Brautkleid von Diana. Ja, und daran hat sich ja so ein kleines bisschen auch Kate orientiert. Also das war so in Anlehnung, in Memoriam an das Kleid von Diana. Wird es in diese Richtung auch bei Meghan gehen? Weiß man da schon was? Hast du das Kleid schon gesehen? Das Kleid, das ist nur streng geheim. Das hat tatsächlich nur Meghan gesehen, und der Hofstab ist abgesegnet worden von Königin Elisabeth. Das hat man ja wirklich vorgelegt, und sie hat das für gut empfunden. Und es wird ein sehr anständiges, ein sehr royales Brautkleid sein, nicht zu sehr freizügig, alles tut manchmal, wo natürlich Meghan sehr sexy als Schauspielerin aufgetreten ist. Und jetzt kommt natürlich das Brautkleid, sie ist ja wunderhübsch, sie wird toll aussehen, aber es wird ein braves Brautkleid mit Pep sein, aber durchaus sehr, sehr konservativ. Also da werden sich viele wundern, dass er sehr klassisch vorgegangen wird, weil Meghan möchte sich möglichst schnell in diese neue Rolle einleben, der britischen Prinzessin. Und ganz wichtig, weil da so viel über diese Titel gesprochen wird,
klar wird sie eine Herzogin werden und natürlich wird man den beiden Herzog und Herzogin Titel geben. Aber sie heiratet Prinz Harry, also was ist sie von Haus aus durch diese Hochzeit? Eine waschechte britische Prinzessin. Das darf man nicht vergessen. Und der Herzogstitel, der kommt dann noch sozusagen obendrauf gelegt. Dann wird eine Riesenhochzeitstorte geben. Das hat eine Tradition im englischen Haus. Damit zeigt man die Macht der Familie. Also kann man von vielen, vielen Etagen zum leckeren Kuchengenuss ausgehen und sich schon drauf freuen. Und wie gesagt, die Gäste werden genauso rollen von diesem festlichen Event. Ungewöhnliche Gästeliste, manche Windsors sind nicht eingeladen, andererseits das ganze Volk aus der Stadt. Also es ist alles anders als bisher und es macht umso spannender und jeder guckt natürlich. Und ich freue mich schon, wenn wir dann diese ganzen Details, die sie sich hier ausgedacht haben, auch dann live miterleben dürfen. Ich glaube, jeder wird hier früh genug aufstehen. In Amerika sind die Zuguckpartys um 2 in der Nacht wegen der Zeitumstellung und viele machen eine britische Pyjama-Party mit Tea and Scones, um ja rechtzeitig für diese Hochzeit um 2 in der Früh schon auf zu sein. Jetzt weiß man ja, bei so großen royalen Hochzeiten gibt es auch immer so Merchandising-Produkte drumherum. Da gibt es die Tasse zur Hochzeit, da gibt es die Bettwäsche zur Hochzeit und natürlich auch das Buch zur Hochzeit. Und zu dem Buch zur Hochzeit hast du das Vorwort geschrieben, lieber Prinz. Ja, ich bin ganz glücklich. Und zwar das offizielle Buch der britischen Adelsvereinigung, British Monarchist and Royalist Society. Da wurde ich eingeladen vom Vorsitzenden Chairman Thomas Major Mills, das Vorwort zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und ich bin noch zum Patron für diese, Grand Patron hat man mich ja genannt, für diese britische Adelsvereinigung ernannt worden. Da habe ich mich so gefreut, weil da habe ich mir gedacht, naja, da haben, sieht man, da ist Astro Royal auch nochmal die Krone aufgesetzt worden, dass quasi wir Teil dieses Buches sind und das freut mich so. Das können wir alle zusammen feiern, das ganze Astro Royal Team. Ja, du bist ja auch ein royales Mitglied der Questico-Gemeinschaft und wirst trotz der Hochzeit auch immer noch für deine Kunden ein Ohr haben. Ja, das ist das Wichtigste, das muss ich schon sagen. Also Astro Royal und meine Arbeit als Questico-Berater, das ist natürlich die Nummer 1, weil meine Beratungskunden oder auch die mich neu erreichen wollen, mich ja auch brauchen. Und deshalb bin ich auch jeden Tag online. Und gerade in dem Monat habe ich sehr, sehr viele Beratungen schon gemacht und vielen Menschen helfen können, bin jederzeit online. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen und ich freuen uns natürlich, wenn wir helfen dürfen über unseren Partner Questico. Und das ist auch immer ganz spannend, was man über das eigene Leben und über die eigene Liebe hört, weil jeder hat das Recht zu Glück, wie es die Meghan und der Harry jetzt haben. Also dann wünsche ich dir ein paar wunderbare Gespräche und natürlich eine tolle Hochzeit. Viel Spaß beim Kommentieren. Ganz lieben Dank, Danke. Dass du für uns Zeit hattest und bis ganz bald wieder. Bis ganz bald. Nächste Woche werden wir dann im Nachklapp alle Details offenbaren. Freut sich dann Andrea, wird interessiert nachfragen. Danke dir bis hierhin und bis bald. Tschüss, mein Lieber. Danke, tschüss. Und jetzt haben wir für Sie Claudia Vogt im Bewegtbild. Ich sehe es als meine besondere Berufung, Sie ein Stück Ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen Ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich Sie auch dabei. Marlo ist bei mir und du hast schon ordentlich vorbereitet, nämlich die Möhren. Die sind schon ordentlich geraspelt worden. Das sieht schön aus hier vor meinem Erkennskauf. Also ist das tatsächlich, also was ich ja feststelle, wenn ich dann mal koche, es macht mir halt auch wirklich Spaß, mit den Lebensmitteln umzugehen, sie wirklich anzufassen und dann mich an diesen Lebensmitteln abzuarbeiten. Ging dir das jetzt auch so? Also ist das für dich eher anstrengend oder magst du das auch?
Nein, ich mag das, ist sehr meditativ, so ein bisschen Möhren zu reiben. Ich hatte nur jetzt natürlich Sorge, dass das vielleicht immer in deinen Ton reinreibt. Das wäre völlig okay gewesen, weil es wäre ja ein meditatives Geräusch gewesen. Die Regie hat jetzt gerade schon gesagt, ja, die letzten beiden Möhren, die kannst du jetzt reiben. Also ich. Ich hatte gedacht, ich lasse die mal über, weil vielleicht brauchen wir gar nicht so viel. Ja, vielleicht weiß nicht. Auch keiner, also wenn man die Möhre, man muss den unten abschneiden und oben abschneiden. Unten ein bisschen nicht mehr. Das Fingerchen abrubbeln, nee, das wäre, dann hätten wir ja Fleisch drin. Wie stehst du überhaupt zum Thema Fleisch? Weil da wird ja mal gern gesagt, ja, also wenn wir schon so die yogische Ernährung, also das darf auf gar keinen Fall Fleisch geben dann, aber das stimmt so gar nicht. Ja, das war auch gleich vor der Sendung, immer wird man damit konfrontiert, kein Fleisch, aber das stimmt nicht. Man kann alles, also erstmal gibt es überhaupt nicht kein Nicht. Guck mal, du hast yogischen. Das, entschuldige, du hast das alles so sauber gemacht aber das ist und egal, das ist, wo ich das erste Mal im Fernsehen koche. Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ist das tatsächlich? Ja. Also man darf Fleisch essen. Also Fleisch ist jetzt nichts Böses. Man darf Fleisch essen. Nein, man darf Fleisch essen und man darf auch Fleisch zubereiten. Was ganz schön ist, ist, wenn man darauf achtet, dass man zum Beispiel nicht so viel Fleisch wegschmeißt. Ja. Weil immerhin ist ein Tier dafür gestorben. Genau. Und wenn man auch das würdigt, dass ein Tier dafür gestorben ist. Und wenn man vielleicht auch noch was Gutes für die Tiere tut, indem man möglichst etwas Fleisch kauft, was aus der Biohaltung ist und damit sozusagen die Bauern unterstützt, die sich Mühe geben und die vielleicht auch wegen der Mühe ein bisschen auf ihren Profit verzichten und nicht die Massentierhaltung unterstützt, die einfach nicht gut ist, weder für die Tiere noch für das, was hinterher dabei rauskommt, noch für uns, noch für die Umwelt. Das ist ja alles ein Kreis und wir sind ein Teil dessen. Und so sollten wir uns eigentlich auch verhalten. Und als solcher kann man natürlich auch Fleisch essen. Also wenn man das beispielsweise auch sieht, mit was für einer Liebe und Hingabe ein japanischer Bauer ein Kobe-Rind pflegt. Also die haben ja meist nur ein oder zwei Rinder. Mhm. Und dann gehen sie, ich hatte mal eine Reportage gesehen, dann geht dieser Bauer, geht dann zu dieser Weide, zur Koppel und gibt diesem Kobe-Rind eine Flasche Bier. Kriegt zu trinken und die andere und eine zweite Flasche Bier hat er noch mit und damit massiert er das Rind. Und das ist einfach, das ist ein völlig anderes Verhältnis zu diesem Tier, als wir das in der Massentierhaltung haben. Ja. Aber deswegen kostet eben ein Stück Kobe-Rind auch unheimlich viel. Aber es ist auch, und das hat auch wiederum was mit Ernährung zu tun, es ist dadurch auch sehr reich. Mhm. Also man würde auch gar nicht davon 300 Gramm essen, weil das kann man überhaupt nicht. Ja. Hat natürlich, wie gesagt, eine völlig andere Qualität. Ja. So eben auch, wie du sagst, beim Kochen. Wenn ich beim Kochen eine positive Einstellung habe, dann schmeckt man das am Ende eben auch beim Essen. Also mit Liebe ans Essen gehen. Genau. Und mit Liebe auch schon an die Auswahl der Zutaten. Die Möhren sind zwar der Hauptbestandteil, aber es gibt noch natürlich einiges, was Geschmack reinbringt. Und nicht nur Geschmack, sondern auch, nicht nur aus dem Yogischen heraus zu sehen, einfach positive Eigenschaften hat für die Gesundheit. Ne? Also Möhren sind ja an sich so ein bisschen langweilig. Aber sag ich ganz ehrlich. Aber schon gut. Ne? Schon okay, aber das sind jetzt auch keine ganz besonders tollen Möhren, sondern nur so mitteltolle Möhren. Und außerdem habe ich die auch schon irgendwie aus Hamburg hierher transportiert. So, ich nicke gerade aus meinem Gemüse. Aber da du die ja mit Liebe geraspelt hast, ist schon wieder viel mehr drin. Ne? Ist schon wieder viel mehr drin. Aber was die ganze Sache eigentlich interessant macht und man mag das, sind die Gewürze dabei. Und da ist einmal Senfsaat, deswegen fasse ich hier schon immer an den Topf, die muss nämlich da rein, damit sie so ein bisschen geröstet wird. Und weil das sind so kleine Kügelchen, ne? Soll ich das mal so? Kann man so sehen, nicht? Kannst machen. Auch gerne, ja. Das ist auch das, woraus Senf gemacht wird, das kennt man meistens nicht. Dann kommt dazu Kreuzkümmel. Das sieht so ein bisschen aus wie unser Kümmel, ist aber was anderes. Das ist super gut für die Verdauung und Blutreinigung. Mhm. Und wenn man mal irgendwie zu viel Fettes gegessen hat, trank man früher einen Kümmel. Ja, vielleicht genau. Kennst du das noch? Ja, ne? Meine Mutter, Kümmel aus dem Norddeutschen. Ja, also das, den Köhm. Den Köhm, genau. Das tun wir keinen Kümmel, sondern Kreuzkümmel. Kommt aus der orientalischen Küche. Ich habe aber, weil wir jetzt keinen Mörser haben und auch nicht so viel Krach machen wollen, schon ein bisschen sozusagen gemörsertes Kreuzkümmel mitgebracht. Ja. Das tun wir dann da rein. Dann kommt ein bisschen Chilischote.
Macht Chili auch noch was Besonderes? Also mal, scharf. Von Chili schwitzt man ja manchmal so ein bisschen. Also ist es gut, einfach mal auszuschwitzen, auszuschwemmen? Es ist gut, auszuschwitzen und auszuschwemmen. Und da kommen wir jetzt natürlich in diese Ayurveda-Ecke, in die ich mich ehrlich gesagt ungern bewegen möchte. Aber scharf essen ist für viele Menschen ganz gut. Ja. Das heißt nicht, dass man hinterher einen Liter Buttermilch trinken muss, weil man es irgendwie nicht mehr kann. Aber ein bisschen Schärfe. Und die geben auch diesen bisschen schlummerigen Möhren ein bisschen so eine Pep, Umdrehung. Ne? Ja. Genau. Dann haben wir hier noch, und das habe ich ehrlich gesagt schon mal vorher zusammengetan, Apfelsaft mit Apfelessig. Aha. Apfelessig, es gibt viele Menschen, die trinken morgens ein Glas warmes Wasser mit Zitrone. Ja. Man kann das aber auch, weil man nicht immer eine Zitrone dabei hat, kann man auch Apfelessig nehmen. Das regt die Verdauung an. Was ich am Morgen unbedingt brauche? Die Verdauung schon? Alle Menschen brauchen. Am Morgen schon? Ja, alle Menschen brauchen. Ich dachte immer so, über die Nacht wird eigentlich gut verdaut. Also wenn man eben nicht so spät ist, du sagst auch immer gerne, also bis 18 Uhr oder nach 18 Uhr sollte man theoretisch nicht theoretisch bis 18 Uhr, ja. Aber das ist natürlich gesellschaftsfeindlich. Ja, genau, weil man ja gerne, gerade in südlichen Ländern sitzt man gerne noch ein bisschen länger abends. Genau. Ja, auch bei uns inzwischen, also wenn es wärmer wird, dann sitzen wir gerne mal draußen bis zum Abend und essen. Aber wenn man dann eben diese lange Zeit hat und auch nicht ganz so früh frühstückt, da habe ich immer gedacht, das reicht eigentlich. Ja, nun ist es so, über Verdauung spricht man ja nicht. Seit Darm mit Charme darf man ja über Verdauung sprechen, genau. Auch beim Kochen. Und Verdauung hat ja viele einzelne Stationen. Das fängt im Mund an, mit dem Speichel und dem Magen. Und dann gibt es aber auch noch den Darm. Und der Darm, der arbeitet Gott sei Dank in der Nacht nicht, weil da müssten wir alle ständig aufstehen. Ja. So, und darum geht's. Dann hauen wir uns also warmes Wasser mit Apfelessig in Zukunft. Aber sag mal so ein Gläschen. Ja, so ein Gläschen, so ein Glas warmes Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig. So, hier haben wir den Apfelessig drin, weil es einen schönen Säurekontrast. Möhren sind ja an sich so ein bisschen süßlich. Mhm. Damit die noch ein bisschen süßlicher sind, kommt dann ein kleiner Teelöffel. Ja, aber ich habe hier besonderen Zucker mitgebracht. Kokosblütenzucker. Mhm. Kokosblütenzucker ist was sehr Besonderes. Der ist viel weniger süß und wird im Körper nicht so schnell abgebaut. Mhm. Also so ein bisschen gesunder Zucker. Das ist so, also eine runde Geschichte, also von allem etwas. Das wirst du jetzt alles mit Liebe in den Kochtopf geben. Und ich besuche dich dann später nochmal, wenn das Produkt dann quasi fertig ist, weil so lange braucht es nicht. Nee. Und dann können wir alle gemeinsam verkosten. Genau. Freuen wir uns auf ein liebevolles Produkt. Das macht auch nichts, wenn es jetzt ein ganz bisschen Lärm macht. Nein, das macht überhaupt gar nichts, weil es ist positiver Lärm. Den haben wir gerne. Also Kochgeräusche immer gern genommen. Und wir schauen uns in der Zeit mal ein paar werberelevante Hinweise an. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Michaela Berger Kartendecks, jetzt neu. Der hermetische Rat nach Lenormand in verschiedenen Varianten, koloriert oder in Schwarz-Weiß mit diversen Zusatzkarten. Erstmalig auch die universellen Gesetze und Kind of Magic, das Beziehungsspiel der Extraklasse. Alle Antworten zum Thema Liebe und Beziehung. Die besondere Art des Kartenlegens in höchster Qualität. Die Kartendecks von Michaela Berger finden Sie unter www.michaelaberger-hermetik.com. Bestellungen auch unter der Rufnummer 09133 6047916. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Anja Christine Henke ist bei mir. Heute noch auf Sendung eigentlich? Nein, heute nicht mehr. Heute morgen nicht. Wieder. Morgen bist du dran. Also schauen wir morgen. Wann? Um wie viel Uhr bist du morgen? 14 Uhr. 14 Uhr.
Morgen um 14 13 Uhr? 13 Uhr. Ich wollte gerade sagen, 13 bis 14, ja, ne? Um 14 Uhr sind. Ich habe ja schon wieder hier, so fällt morgen unsere Sendung aus. Nein, das so war weit geht es nicht. Das ist ein richtiger Joke von mir. Ja, nee, ja, ich wechsle gern mal die Uhrzeiten. Das macht gar nichts. Hauptsache, du bist morgen dann rechtzeitig da und für die Zuschauer dann zur Verfügung. Und ansonsten bist du natürlich viel am Telefon zugange und berätst deine Anrufer. Ja. Woran erkennt man denn einen guten Lebensberater? Ja, das ist, sage ich mal, ein guter Lebensberater, befasst sich wirklich mit dem Thema des Kunden und dreht nicht einfach nur das Thema ab und sagt, ja, Karten auf den Tisch, das war's dann, alles gut, tschüss, sondern befasst sich wirklich von Anfang an bis zum Schluss mit den Themen des Kunden und begleitet auch. Ist auch immer gute Freundin. Was natürlich bei Astrolife, bei diesen Kurzrunden überhaupt nicht geht, aber dafür seid ihr ja dann später dann da, um eben diese intensiven Gespräche zu führen. Ne? Das ist korrekt und das ist auch Sinn und Zweck der Übung dann, nach der Sendung, dass die Leute mich noch mal erreichen können, auch dann persönlich über ihre Themen sprechen, die vielleicht in der Sendung gar nicht dann angesprochen werden konnten oder sie auch wirklich nicht durchgekommen sind, ja. Was ja auch mal vorkommt. Wie kommt man denn, du arbeitest ja mit den Karten, wie kommt man denn über die Karten an dieses Thema ran? Wie kann man so ein Thema aufarbeiten über Karten? Die Karten sind wie eine Art Landkarte, Wegweiser des Lebens. Ich sehe praktisch die Vergangenheit, aber auch was gegenwärtig Fakt ist und was in der Zukunft dann auch resultieren könnte. Das ist ja immer eine Tendenz. Also wir haben ja mit Lydia und du hast ja dazu auch immer genickt über die Online-Dating-Portale gesprochen und wie ich Menschen über so ein Portal kennenlerne und ob die das denn alles ernst meinen. Also wenn jemand mit so einem Thema zu dir kommt, dann könntest du in den Karten schauen und sagen, ja. Also das Portal ist für dich gut und da findest du jemanden oder wie siehst du das? Oder siehst du dann, wie soll ich da rangehen? Ich sehe auch die Vorgehensweise, denn die Karten geben Hinweise auf das eigene Verhalten und auf das Resultat, die Resonanz. Denn was Lydia so schön schon angesprochen hat, die Gedankenkultur, wie gehe ich ran an diese Themen? Da gebe ich auch den Kunden wirklich liebevoll Rat, wie sie an diese Themen rangehen, sich dann reinsetzen in das Thema und dann eben auch, wenn was kommt, damit dann auch umgehen. Könnten wir mal so eine Probelegung machen? Also ja, nur das... Also ich suche niemanden, ja, sonst wenn ich das jetzt sage, kriege ich zu Hause Ärger. Nur das mal vorweggeschickt. Aber tun wir mal so, ich wäre jemand, der über ein Online-Dating-Portal jetzt jemanden sucht. So. Ja? Rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Also, ihr Lieben. Und nicht mal das. Da sollen wir jetzt mal anschauen. Schauen wir uns einfach mal an. Ich lege jetzt einfach mal ein ganz kleines Bild. Vielleicht sieht kommt man der jetzt schon? Auch. Ich soll da gar nicht hin. Der Reiter doch, das ist die Bewegung, da ist schon jemand etwas unterwegs und diese positive Gedankenarbeit, denn alles, was über dem Kopf erscheint, sind die Gedanken, was man sich vornimmt und das Resultat ist direkt die Blickrichtung. Da schauen wir hin und es ist tatsächlich, wenn ich jetzt diese Person, die jetzt mich fragt, dieses Kartenbild lege, kann ich das jetzt folgendermaßen ausdeuten. In der Vergangenheit einige Anfänge, die jetzt nicht so wirklich toll waren, der Blick ins öffentliche Leben gerichtet, auch um mal da reinzugehen. Und die Fische geben einen Hinweis, das ist auch eine Zeitkarte, das sind immer die Abendstunden, wenn man so Feierabend hat und sich zurücklehnt und statt Fernsehen und ein Weinchen trinken, eben dann vielleicht im öffentlichen Netz surft. Und da zeigt sich der Gedanke, die erfolgreiche Umsetzung und eben auch, wenn ich die Gedanken mir so anschaue und verknüpfe, dann sehe ich dann schon, da tut sich was, da ist tatsächlich eine neue Partnerin sichtbar. Guck mal, das sieht ja hier wirklich nach Nestbauen aus und Familie gründen schon fast. Oh, die Schlange. Ist keine böse Karte, gibt nichts Böses im Lennomar, sondern die Schlange ist eine Frau, die sehr erdgebunden und vernünftig auch ist und wohl auch weiß, was sie will. Der Reiter gibt den Hinweis darauf, dass die beiden sich tatsächlich über Kommunikation, in diesem Fall eine Dating-Seite oder ein Dating-Portal kennenlernen. Was macht denn der Eisbär? Wird es jetzt kalt? Oder? Nein. Das ist eigentlich, sage ich mal, auch eine Kraftkarte. Der Bär, der bedeutet viel Kraft, Energie und Stärke. Und was auch ein Wurzelthema bei dieser Person ist, die Person, die mich dann fragt, ist, so wie ich sie vom Charakter betrachte, sehr bodenständig, kraftvoll und auch willensstark. Und die Partnerin ist dann auch das Pendant, auch eine willensstarke Frau, die weiß, was sie möchte. Und eben auch mit den Dingen vernünftig und positiv umgeht. Weil der Storch gibt auch immer einen Hinweis auf sehr klares, positives, dem Neuen zugewandten Denken. Schön.
Das sieht doch, also da kann man was mit anfangen. Ne? Damit kann man doch weiß immer man was auch, anfangen. Also wann man welche Schritte geht. Und ist natürlich auch schön, wenn man sieht, ah, das wird von Erfolg gekrönt genau. sein. Der Schlüssel ist immer ein Hinweis auf den absoluten Erfolg. Da klappt was, da kommt etwas in Gang. Und es kommt auch immer die Art an, wie ich es meinen Kunden kommuniziere. Ja. Denen auch es wirklich positiv mitteile, auch die positiven Gedanken richtig wachrüttel. Und ich sage, ja, da findest du dann mal ein, das wird dann schon irgendwie. Also da würde ich als Beraterin, wenn ich dazu höre, abdrehen. Also wer von dir heute ordentlich positiv beraten werden möchte, der kann dich auch noch erreichen, telefonisch? Ja, ich bin im Anschluss an die Sendung gleich wieder da. Wunderbar. Also, gar kein Thema. Wenn Sie jemanden kennenlernen möchten oder auch natürlich zu allen anderen Themen, gerne dann auch Anja Christine Henke heute noch anrufen. Jetzt haben wir für Sie noch einmal den Hinweis auf unsere Verlosung, liebe Zuschauer. Essen gibt's gleich. Jetzt gucken wir noch mal ins wunderbare Buch My Yoga Canteen von Marlo Scheder-Bischin. Ja, du darfst gerne Krach machen, das passt. Ah, ja! Unter anderem in der heutigen Sendung um die Kraft der Gewürze, ja, und um die Kraft, die Marlo auch dazu aufwendet, um die Gewürze aufzuspalten, oder geht es um die Macht der Gewohnheit? Wenn Sie es wissen, rufen Sie uns an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen noch geschaltet. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das hier wird. Ja, also die Gewürze sind drin. Ja, die Senfsaat, auch wie wir sehen. Ja, das ist schon alles prima, aber ich bin ist nicht heiß genug. Ja, das mit Elektro ist natürlich anders als mit Gas. Stellt man an, pam, ist heiß. Und mit Elektro dauert es. Und wenn es dann heiß ist, wird es nie wieder kalt. So, wollt ihr mal reingucken? Ja, so, hier, guck mal, da unten ist die Senfsaat. Ja, ohne Öl erstmal. Ja, das soll ja ein bisschen geröstet werden. Genau. Das bringt die Aromen noch mal ein Stück weiter nach vorne. Das hier mal Möhrchen rein, oder dann hast du hier Möhrchen schon, das kann ich auch gerne mal zeigen. Genau, da sind jetzt sozusagen diese ganzen Gewürze, die man hier so sieht, drin. Und einmal damit. So, hier genau, und einmal püriert. Genau. So sieht es dann aus. Das ist so, jetzt da kannst du das eigentlich... Ach so, das kann schon rein. Da jetzt einfach dazu. Gut. Sehr schönes Geräusch. Das genau. habe ich auch immer gern. Oh, und ich habe das liebe ich ja so, wenn ich noch so das ein oder andere Ingwerstück sehe, weißt du, so ganz klein. Ich liebe Ingwer. Ja, Ingwer ist auch ein tolles Gewürz. Was kann denn Ingwer so alles? Ach, Ingwer ist zum Beispiel, wie jetzt gerade für mich, gut bei Erkältung. Ja. ist wirklich nicht Allheilmittel, aber kann wirklich ganz viel, ne? Also ja, also medizinisch kann es ganz viel, aber zurzeit ist mein Lieblingsgericht eine Tomatensauce mit Ingwer. Weil das ist so ganz einfach Schärfe, kann es sein. Und es ist aber so, bringt so was Frisches da mit mir, rein. Mir sagt die Regie schon wieder Spruch des Tages. Wir sind schon am Ende der Sendung. Kommt ihr beide ruhig noch mit. Wir werden gleich gemeinsam essen. Würden wir unser Essen lieben, hätten wir mehr Frieden. Hat eine ganz berühmte Philosophin gesagt, nämlich Marlo Scheder-Bischin. Schön, dass du da bist, Marlo. Auch schön, dass ihr da seid, Lydia und Anja Christine. Bitte kommt ruhig zu uns. Wenn Sie uns auch gerne mal schreiben möchten, wenn Sie jemanden Interessanten haben, der mal zu uns in die Sendung kommen soll, dann schreiben Sie uns an leichterleben@astrotv.de. Freuen wir uns auf das, was Sie uns schreiben. Heute einen bunten Tag, lassen Sie es gut gehen, essen Sie was Schönes. Vorsicht. Stellen Sie sich mal in die Küche und bereiten was Leckeres zu. Ja. Ja, das machen wir. Wir werden die Verkostung gleich noch nach der Sendung filmen und stellen es dann bei Facebook hoch. Also schauen Sie auch auf unsere Leichterleben-Facebook-Seite. Heute einen bunten Tag. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, um 14 Uhr. Leichterleben-Zeit für mich. Einen bunten Tag heute. Lassen Sie es gut gehen. Tschüss und auf Wiedersehen.